Das sind die 40 Prinzipien über die Liebe von Shams Tabrizi. Das erste Prinzip: Wie wir Gott sehen, ist eine direkte Reflexion dessen, wie wir uns selbst sehen. Wenn der Gedanke Gott als erstes Furcht und Schuldgefühle auslöst, dann heißt das, dass zu viel Angst und Schuldgefühle in uns wohnen. Wenn wir Gott voll von Liebe und Mitgefühl sehen, dann sind wir selbst auch so. Das zweite Prinzip: Der Weg der Wahrheit ist eine Arbeit des Herzens, nicht des Verstandes. Mach dein Herz zu deinem wichtigsten Wegweiser, nicht deinen Verstand. Begegne deinem Selbst mit deinem Herzen und fordere es mit deinem Herzen heraus, so dass du ein für alle Mal die Oberhand über dein Selbst gewinnen kannst. Dein Selbst zu kennen heißt, Gottes Erkenntnis zu haben. Das dritte Prinzip: Du kannst Gott durch alles und jeden im Universum studieren. Denn Gott ist nicht nur durch eine Moschee, Synagoge oder Kirche begrenzt. Doch wenn du es dennoch für nötig erachtest, zu wissen, wo genau sich sein Reich befindet, dann gibt es nur einen Ort, an dem du ihn suchen kannst. Dieser Ort ist das Herz eines wahren Liebenden. Das vierte Prinzip: Der Verstand und die Liebe sind aus verschiedenem Stoff gemacht. Der Verstand bindet die Menschen in Knoten und riskiert nichts. Doch die Liebe löst alle Schwierigkeiten auf und riskiert alles. Der Verstand hat immer Gründe und Ratschläge wie: Hüte dich vor zu viel Ekstase. Doch die Liebe sagt: Mach dir nichts draus, spring einfach hinein. Der Verstand gibt nur schwer nach, wogegen die Liebe sich ganz einfach selbst in Trümmer verwandeln kann. Doch die größten Schätze sind ja in Ruinen versteckt, und ein gebrochenes Herz verbirgt Schätze. Das fünfte Prinzip: Die meisten Probleme in der Welt entstehen aus sprachlichen Fehlern und einfachen Missverständnissen. Verstehe Worte niemals ihrer scheinbaren Bedeutung nach. Wenn du in das Reich der Liebe eintrittst, dann wird die Sprache, wie wir sie kennen, bedeutungslos. Das, was nicht in Worte gefasst werden kann, kann nur durch die Stille erfahren werden. Das sechste Prinzip: Einsamkeit und Abgeschiedenheit sind zwei verschiedene Dinge. Wenn du alleine bist, dann ist es einfach, dich selbst zu täuschen und zu glauben, du seist auf dem richtigen Weg. Die Abgeschiedenheit ist besser für uns, denn sie bedeutet, alleine zu sein, ohne sich allein zu fühlen. Doch ist es das Beste, jemanden zu finden, der dein Spiegel ist. Nur durch die Widerspiegelung deines Selbst im Herzen eines anderen Menschen kannst du dich selbst sehen und die Gegenwart Gottes in dir. Das siebte Prinzip: Was auch in deinem Leben passiert, egal wie schwierig Dinge auch scheinen mögen, begib dich nicht in die Nähe der Verzweiflung.
auch wenn alle Türen verschlossen bleiben, Gott wird einen neuen Weg nur für dich öffnen. Sei dankbar. Es ist einfach, dankbar zu sein, wenn alles in Ordnung ist. Ein Sufi ist nicht nur dankbar für das, was ihm gegeben wurde, sondern auch für das, was ihm verwehrt wurde. Das achte Prinzip. Geduld bedeutet nicht, tatenlos zu ertragen. Es bedeutet, dem Ende eines Prozesses entgegenzusehen. Es bedeutet, den Dorn anzuschauen und die Rose zu sehen. Die Nacht anzuschauen und das Morgenlicht zu sehen. Ungeduld bedeutet Kurzsichtigkeit, die Unfähigkeit, das Resultat zu sehen. Die Gottesliebenden werden nie ungeduldig sein, denn sie wissen, dass es einer gewissen Zeit bedarf, bevor der Halbmond sich zum Vollmond wandelt. Das neunte Prinzip. Süd, Ost, West oder Nord machen wenig Unterschied. Ganz gleich, was dein Ziel ist, achte darauf, dass jede Reise eine Reise nach innen ist. Wenn du in dein Inneres reist, dann bereist du die ganze Welt und das, was darüber ist. Das zehnte Prinzip. Die Hebamme weiß, dass ohne Schmerzen der Weg für das Baby nicht eröffnet werden und die Mutter das Kind nicht gebären kann. Desgleichen sind Mühsale erforderlich, damit ein neues Selbst geboren werden kann. Auch der Ton muss durch intensive Hitze gehen, damit er fest wird. Die Liebe kann nur vollkommen werden durch den Schmerz. Das elfte Prinzip. Die Frage nach der Liebe verändert den Fragenden. Es gibt keinen Suchenden unter denen, die nach Liebe suchen und nicht auf diesem Weg greifen. In dem Moment, in dem du beginnst, nach Liebe zu suchen, veränderst du dich in deinem Inneren und deinem Äußeren. Das zwölfte Prinzip. Es gibt mehr Scharlatane und falsche Meister auf dieser Welt als Sterne im sichtbaren Universum. Verwechsle nicht machtgierige, selbstverliebte Menschen mit wahrhaften Lehrern. Ein wahrhafter spiritueller Meister wird deine Aufmerksamkeit nicht auf sich selbst richten und wird nicht absoluten Gehorsam und äußerste Hochachtung vor ihm fordern. Stattdessen wird er dir dabei helfen, dein eigenes Inneres zu schätzen und zu würdigen. Wahrhafte Lehrer sind durchscheinend wie Glas. Durch sie hindurch scheint das Licht Gottes. Das 13. Prinzip. Versuche nicht, dem Wandel, der dir auf deinem Weg begegnet, zu widerstehen. Lass stattdessen das Leben durch dich zum Ausdruck bringen. Und mach dir keine Sorgen, dass dein Leben auf und ab geht. Woher willst du denn wissen, dass die Seite, die du gewohnt bist, besser für dich ist als die, die noch auf dich zukommt? Das 14. Prinzip. Gott ist damit beschäftigt, deine Werke zu vervollkommnen, innerlich und äußerlich. Er ist vollends mit dir beschäftigt. Jeder Mensch ist ein Werk auf dem Weg zur Vollkommenheit. Dieser Prozess läuft langsam, jedoch stetig ab. Wir alle sind unvollendete Kunstwerke, die darauf warten und danach streben, vollendet zu werden. Gott widmet sich jedem von uns einzeln, denn die Menschheit ist ein kalligraphisches Kunstwerk, bei dem jeder einzelne Punkt von gleich großer Bedeutung für das gesamte Bild ist. Das 15. Prinzip. Es ist ganz einfach, einen vollkommenen Gott zu lieben, so makellos und unfehlbar, wie er ist. Viel schwieriger ist es, seine Mitmenschen mit all ihren Unvollkommenheiten und Fehlern zu lieben. Denke daran, man kann nur das kennen, was man fähig ist zu lieben. Es gibt keine Erkenntnis ohne Liebe,
Solange wir es nicht gelernt haben, Gottes Schöpfung zu lieben, können wir weder wahrhaft lieben noch wirklich Gott erkennen. Das 16. Prinzip. Der wahre Glaube ist der im Inneren. Der Rest wird einfach weggewaschen. Es gibt nur eine Art von Schmutz, welcher nicht mit reinem Wasser abgewaschen werden kann. Und das ist der Schmutz des Hasses und des Fanatismus, der die Seele vergiftet. Du kannst deinen Körper durch Entsagung und Fasten reinigen, doch dein Herz kann nur durch Liebe gereinigt werden. Das 17. Prinzip. Das gesamte Universum ist ausgefüllt mit einem einzigen Menschen, mit dir. Alles, was du um dich herum siehst, einschließlich der Dinge, die du nicht magst und sogar der Menschen, die du verachtest oder verabscheust, existieren in dir in unterschiedlichen Graden. Deshalb suche den Shaitan auch nicht außerhalb von dir. Der Teufel ist keine besondere Macht, die dich von außen attackiert, sondern er ist eine besondere Stimme in dir selbst. Wenn du dich selbst vollständig erkennen willst, so konfrontiere ihn mit Ehrlichkeit und Härte. Das 18. Prinzip. Wenn du die Art und Weise ändern willst, mit denen dich andere behandeln, dann solltest du zuerst die Art und Weise vollständig und ernsthaft ändern, mit der du dich selbst behandelst. Andernfalls gibt es keinen Weg, geliebt zu werden. Wenn du diese Stufe erreicht hast, dann sei dankbar für jeden Dorn, den die anderen auf dich werfen. Es ist ein Zeichen dafür, dass du bald mit Rosen überhäuft wirst. Das 19. Prinzip. Denke nicht allzu sehr darüber nach, wohin der Weg dich führen wird. Fokussiere dich stattdessen auf den ersten Schritt. Das ist der schwierigste Teil und nur dafür bist du verantwortlich. Sobald du den ersten Schritt getan hast, wird der Rest schon folgen. Geh nicht mit dem Fluss, sei der Fluss. Das 20. Prinzip. Wir wurden alle nach seinem Ebenbild erschaffen und doch sind wir alle anders und einzigartig. Kein Mensch gleicht dem anderen. Unsere Herzen schlagen alle in verschiedenen Rhythmen. Wenn Gott es gewollt hätte, dass alle gleich sind, dann hätte er es ja auch so gemacht. Daher ist es gleichbedeutend damit, Gottes Willen zu missachten, wenn man Unterschiede untereinander missachtet und anderen seine eigenen Gedanken aufzwingt. Das 21. Prinzip. Wenn ein wahrer Gottesliebender in die Taverne geht, dann wird diese Taverne ein Gebetshaus. Und wenn ein Weintrinker in ein Gebetshaus reingeht, dann wird dieses Gebetshaus eine Taverne. Bei allem, was wir tun, machen unsere Herzen den Unterschied, nicht unsere äußere Erscheinung. Sufis schätzen die Menschen nicht danach ein, wie sie aussehen oder wer sie sind. Wenn ein Sufi jemanden anschaut, dann behält er beide Augen geschlossen und öffnet stattdessen das dritte Auge. Das Auge, welches das Innere erschauen kann. Das 22. Prinzip. Dieses Leben ist eine vorübergehende Leihgabe und diese Welt nichts als eine flüchtige Imitation der Realität. Nur Kinder würden ein Spielzeug für den wirklichen Gegenstand halten. Und doch lassen sich Menschen von diesem Spielzeug betören oder zerstören, es auf respektlose Weise und werfen es davon. Halte dich in diesem Leben von allen Übertreibungen fern, denn sie werden deine innere Balance zerstören. Sufis gehen nicht ins Extreme. Ein Sufi bleibt immer milde und maßvoll. Das 23. Prinzip.
Der Mensch hat einen einzigartigen Platz unter Gottes Schöpfung. Und ich habe in ihn von meinem Geist eingehaucht, sagt Gott. Jeder und jedermann von uns, ohne eine Ausnahme, ist dafür geschaffen worden, Gottes Stellvertreter auf Erden zu sein. Frage dich also selbst, wie oft du dich als sein Stellvertreter verhältst, wenn du es denn überhaupt jemals tust. Denke daran, es ist an uns, den göttlichen Geist in uns zu entdecken und ihn zu leben. Das 24. Prinzip. Die Hölle ist im Hier und im Jetzt, und so ist das Paradies. Hör auf damit, dich vor der Hölle zu ängstigen und vom Paradies zu träumen, denn sie sind beide in jedem Moment im Inneren vorhanden. Jedes Mal, wenn wir in der Liebe sind, dann steigen wir ins Paradies hinauf, und jedes Mal, wenn wir hassen, feindselig sind oder streiten, dann fallen wir geradezu in die Feuer der Hölle. Das 25. Prinzip. Jeder einzelne Leser versteht den Heiligen Koran auf einer anderen Stufe, die der Tiefe seines Verständnisses entspricht. Es gibt 4 Stufen der Erkenntnis. Die erste Stufe ist die äußere Bedeutung, und das ist die Stufe, mit der die meisten Menschen zufrieden sind. Die nächste Stufe ist die des Batin, des Inneren. Die dritte Stufe ist die des Inneren des Inneren. Die vierte Stufe ist von solcher Tiefe, dass sie nicht in Worte gefasst werden kann und deswegen unbeschreibbar bleibt. Das 26. Prinzip. Das Universum ist ein einziges Wesen. Alles und jeder sind durch ein unsichtbares Netz von Geschehnissen miteinander verbunden, ob wir es wahrnehmen oder nicht. Doch wir befinden uns alle in einem stillen Gespräch. Richte keinen Schaden an. Praktiziere Mitgefühl. Und rede nicht hinter niemandes Rücken, auch nicht eine scheinbar unschuldige Bemerkung. Die Worte, die aus deinem Mund kommen, vergehen nicht, doch werden fortlaufend in einem unendlichen Raum gespeichert und kommen zurück, wenn es an der Zeit ist. Der Schmerz eines Menschen wird uns allen wehtun. Die Freude eines Menschen wird uns alle zum Lächeln bringen. Das 27. Prinzip. Was immer du sprichst, Gutes oder Schlechtes, wird auf irgendeine Art zu dir zurückkommen. Somit wird die Sache nur noch schlimmer, wenn du Übles über denjenigen sprichst, der schlechte Gedanken gegen dich hegt. Du wirst in einen scheußlichen Kreis böser Energie eingeschlossen. Stattdessen solltest du 40 Tage und Nächte lang nur freundliche Dinge über diese Person sprechen und denken. Nach diesen 40 Tagen wird alles anders sein, denn du bist in deinem Inneren anders geworden. Das 28. Prinzip. Die Vergangenheit ist eine Interpretation, die Zukunft ist eine Illusion. Die Welt verändert sich nicht durch die Zeit, so als ob sie eine gerade Linie ist, die von der Vergangenheit in die Zukunft führt. Vielmehr bewegt sich die Zeit durch und in uns wie eine endlose Spirale. Die Ewigkeit bedeutet nicht endlose Zeit, sondern einfach Zeitlosigkeit. Wenn du ewige Erleuchtung erfahren willst, dann verbanne die Vergangenheit und die Zukunft aus deinem Denken und bleibe im jetzigen Moment. Das 29. Prinzip. Schicksal bedeutet nicht, dass dein Leben unverrückbar festgeschrieben ist. Deswegen ist es ein Zeichen purer Ignoranz, nur nach seinem Geschick zu leben und nicht aktiv zur Musik des Universums beizutragen. Die Musik des Universums ist durchdringend und ist in 40 verschiedenen Stufen komponiert. Dein Schicksal ist die Stufe, auf der du deine Melodie spielst.
Vielleicht änderst du nicht dein Instrument und vielleicht kannst du es auch nicht ändern. Doch wie gut du spielst, liegt allein in deiner Hand. Das 30. Prinzip. Der wahre Sufi ist so, dass er geduldig erträgt, wenn er von allen Seiten unrechtmäßig angeklagt, angegriffen und verurteilt wird. Er äußert nicht ein einziges schlechtes Wort gegenüber seinen Kritikern. Ein Sufi tadelt nie. Wie kann es Gegner oder Rivalen geben, wenn es keine anderen und kein Selbst gibt? Wie kann es jemanden geben, der zu tadeln ist, wenn es nur einen gibt, den einen? Das 31. Prinzip. Wenn du deinen Glauben stärken willst, dann muss dein Inneres weich werden. Wenn dein Glauben felsenfest sein soll, dann muss dein Herz weich sein wie eine Feder. Durch eine Krankheit, einen Unfall, Verlust oder Angst, auf die eine oder andere Art, werden wir alle mit Ereignissen konfrontiert, die uns lehren, weniger selbstsüchtig und verurteilend zu sein, sowie großzügiger und mitfühlender. Doch einige von uns lernen die Lektion und werden milder, aber einige werden noch härter als zuvor. Das 32. Prinzip. Nichts sollte zwischen dir und Gott stehen, kein Imam, kein Priester oder Rabbi oder ein anderer Wächter der Moral und der religiösen Führerschaft. Kein spiritueller Meister und nicht einmal dein Glauben. Glaube an deine Werte und deine Prinzipien, doch setze sie nie über diejenigen der anderen. Wenn du damit weitermachst, die Herzen anderer Menschen zu brechen, dann ist keine der religiösen Pflichten, die du ausführst, gut. Halte dich von jeder Art des Götzendienstes fern, denn sie werden deinen Blick trüben. Lass Gott und nur allein Gott dein Wegführer sein. Lerne die Wahrheit, mein Freund, doch hüte dich davor, aus deinen Wahrheiten einen Fetisch zu machen. Das 33. Prinzip. Während jeder in dieser Welt danach strebt, irgendwo hinzugelangen oder jemand zu werden, nur um das alles nach dem Tod hinter sich zu lassen, soll dein Ziel sein, die ultimative Stufe des Nichtseins zu erreichen. Lebe dieses Leben so leicht und leer wie die Zahl Null. Wir sind nichts anderes als ein Topf. Es ist nicht das äußere Dekor, das uns aufrecht hält, sondern vielmehr die Leere im Inneren. Genauso ist es nicht das, was wir erreichen wollen, das uns vorantreibt, sondern die Bewusstheit des Nichtseins. Das 34. Prinzip. Unterwerfung bedeutet nicht, schwach oder passiv zu sein. Sie führt weder zu Fatalismus noch zur Aufgabe. Das Gegenteil ist der Fall. Die wahre Stärke liegt in der Unterwerfung unter eine Kraft, die in das Innere Einzug hält. Derjenige, der sich der göttlichen Essenz des Lebens unterwirft, der wird ein Leben unbeirrter Gelassenheit und Ruhe leben, auch wenn die ganze weite Welt Erschütterung nach Erschütterung erlebt. Das 35. Prinzip. In dieser Welt gibt es keine Gemeinsamkeiten oder Gesetzmäßigkeiten, die uns einen Schritt voranbringen. Vielmehr sind es die offensichtlichen Gegensätze. Und alle diese Gegensätze im Universum sind in jedem Einzelnen von uns präsent. Deswegen ist es notwendig, dass der Gläubige den Ungläubigen in ihm selbst trifft. Und der Ungläubige sollte sich mit dem Stillglaubenden in ihm selbst bekannt machen. Bis zu dem Tag, an dem ein Mensch die Stufe des Insani Kamil, die Stufe des vollkommenen Menschen erreicht, ist der Glaube ein ständiger Prozess, der seinen scheinbaren Gegensatz benötigt, den Unglauben.
36. Prinzip. Diese Welt beruht auf dem Prinzip der Wechselwirkung. Weder ein Tropfen der Freundlichkeit noch ein Fleckchen des Übels wird ohne eine Wechselwirkung bleiben. Auch nicht die Listen, Täuschungen und Tricks der anderen Menschen. Wenn jemand eine Falle stellt, so bedenke, dass es Gott gibt. Er ist der beste Listenschmied. Nicht ein Blatt fällt ohne das Wissen Gottes. Glaube einfach zutiefst daran. Was immer Gott auch tut, er tut es auf schöne Weise. Das 37. Prinzip. Gott ist ein akkurater Schöpfer. Sein Befehl ist so präzise, dass alles auf der Erde zu seiner eigenen Zeit passiert. Nicht eine Minute zu spät und nicht eine Minute zu früh. Und für jeden, ohne Ausnahme, arbeitet die Uhr ganz genau. Für alle hier gibt es eine Zeit zu leben und eine Zeit zu sterben. Das 38. Prinzip. Es ist niemals zu spät, dich selbst zu fragen, bin ich dazu bereit, das Leben, das ich führe, zu ändern? Bin ich dazu bereit, mich innerlich zu ändern? Wenn auch nur ein Tag in deinem Leben so ist wie der Tag zuvor, so ist das sicher schade. In jedem Moment und mit jedem Atemzug sollte jeder immer wieder neu geboren werden. Es gibt nur einen Weg, in ein neues Leben geboren zu werden. Zu sterben, bevor man stirbt. Das 39. Prinzip. Während sich ein Teil ändert, bleibt das Ganze gleich. Für jeden Dieb, der diese Welt verlässt, wird ein neuer geboren. Und jede anständige Person, die stirbt, wird durch eine andere ersetzt werden. Auf diese Weise bleibt nichts gleich und doch ändert sich nichts wirklich. Für jeden Sufi, der stirbt, wird irgendwo ein anderer geboren. Das 40. Prinzip. Ein Leben ohne Liebe hat keinen Wert. Frage dich selbst nicht, was für eine Art der Liebe du suchen sollst, spirituell oder materiell, göttlich oder weltlich, östlich oder westlich. Trennungen führen nur zu noch mehr Trennung. Die Liebe hat keinen Stempel und keine Definition. Sie ist, was sie ist, rein und einfach. Und ein Liebender ist eine Seele aus Feuer. Das Universum rotiert einzigartig. Wenn das Feuer das Wasser liebt.